Machete. Willkommen im Weißen Haus. Gut, dass wir Sie rechtzeitig erreicht haben. Die Gastfreundlichkeit im Süden kann ruppig sein. Wieso bin ich hier? Direkt zum Punkt. Gefällt mir. Kein Gequatsche. Ich bin auch kein Typ, der lange rumquatscht. Also, quatschen wir nicht lange rum. Holen Sie jemand anderen. Wir brauchen Sie, Machete. Wir haben einen Notfall. Es gibt einen Revolutionär südlich der Grenze, Marcos Mendes. Kennen Sie den? Er ist verrückt, er hat den Verstand verloren. Er zielt mit einer Rakete direkt auf Washington. Er will uns ins Nirvana pusten, wenn wir nicht in Mexiko einfallen, die Kartelle beseitigen und die Gewalt beenden, die von denen ausgeht. Und was hat das mit mir zu tun? Wir würden gegen die Souveränität verstoßen. Wir dürfen den Köder nicht schlucken. Wie auch immer, Sie kennen Mexiko. Verflucht, Sie sind quasi Mexiko. Ich möchte, dass Sie in den Süden fliegen, Mendes aufspüren und ihn abchecken. Aber wenn das, was er sagt, wahr ist, töten Sie ihn.